Guten Morgen, heute ist Tag 5 meines Caminos. Ich gehe hier gerade durch die Innenstadt von Pamplona und hier war gestern richtig viel los. Es gab ein Konzert, also eigentlich, es war eine Demonstration. Man sieht hier noch die riesigen Müllberge, die hier überall liegen. Die ganze Stadt war voll mit Menschen und ich bin einfach zu einigen hingegangen und habe mal gefragt, was denn hier überhaupt los ist. Und eine Gruppe von jungen Mädchen haben mir erklärt, dass da wohl 8 junge Leute waren, die haben ein bisschen einfach Spaß gehabt, haben ein bisschen Alkohol getrunken, haben Party gemacht. Und dann kam die Polizei, Randalierchen noch, und hat die verhaftet und hat die eingesperrt mit dem Hintergrund, dass es wohl Terroristen sind. Und hier waren tausende Menschen in der Stadt, die dagegen demonstriert haben. Das ist der Wahnsinn. Es ist unvorstellbar, was da für eine Anteilnahme ist. Also ich kenne sowas aus Deutschland überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall, das Konzert war trotzdem super. Ich bin auch noch da gewesen. Ich werde, denke ich, im Laufe des Tages nochmal ein Video dazu hochladen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, am Abend vorher total ruhig zusammengesessen in der Herberge mit Gitarrenspiel. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz tolle Eindrücke hier. Oh, man sieht das auch noch. Überhaupt, dass so viele Menschen in der Innenstadt sind, ich kenne das gar nicht. So, gestern habe ich gesehen, habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Oh, Kamera. Es fängt an zu regnen. Oh, ist ein bisschen besser. Neuen Rekord aufgestellt, 32 Kilometer am Tag. Wobei die Strecke nur 22 oder 23 Kilometer war. Den Rest habe ich dann abends hier in der Stadt beim Hin- und Herbummeln hinter mich gebracht. Naja, heute das Tagesziel sind 24, 25 Kilometer. Oh, hier ist ein nettes Bild von dem Stierkampf. Und Burger King. Ja, das ist natürlich auch so ein Problem hier. Das ist, es gibt hier zwar immer diese Pilgermenüs, aber das ist meistens nur, jetzt kommt hier wieder der Ernährungsexperte, Kohlenhydrate und Fett. Es ist wenig Gemüse dabei. Das ist ein bisschen schlecht. Also ich merke langsam, es zehrt so ein bisschen. Ich brauche ein bisschen mehr, ein paar Mineralien und Vitamine. Das wird es hier alles in Spanien geben, nur ich kann einfach kein Spanisch. Das ist furchtbar. Ich verstehe hier kein Wort. Und ich bin immer auf andere angewiesen, die mir irgendwas übersetzen. Und die Spanier, viele in den Geschäften sprechen auch nur gebrochen Englisch. Naja, irgendwie wird es schon gehen. So, Tag 5. Ich komme. Auf geht's.